Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Banjo-Kazooie. Das letzte Mal haben wir die Winterwunderwelt hier betreten und die ersten Puzzleteile gesammelt. Wir haben Wozza und Boggy kennengelernt. Einer war leider ein bisschen böse und einem ging es gar nicht gut. Wir können hoffentlich beide noch als unsere Freunde gewinnen und Puzzleteile von beiden kassieren. Außerdem haben wir das letzte Mal den letzten Move des Spiels gelernt und wir könnten theoretisch jetzt auch in der Wüstenwelt alle Geheimnisse absahnen. Hier unten ist Wozza in seiner Höhle. Man kann ihn von hier nicht sehen, weil das Nintendo 64 soweit nicht rendern kann. Was gibt's denn hier sonst noch so? Ich habe im letzten Part auch diese Schneemänner platt gemacht. Oh nein! Wow. Das war gefährlich. Das ist das letzte Geschenk. Aber das nehme ich gerne mit. Denn Geschenke sind toll. Bestimmt die Matchbox Autosammlung oder so. Bringe mich zu den Kleinen. Ich bin das letzte Geschenk. Na dann, aber erstmal hier die Noten. Wir haben schon 2/3 der Noten und so wenig Puzzleteile erst. Oh mein Gott. Wie kaum Tor kam, gab das auch noch, ey. Und das brauchen wir in dieser Welt auch, denn es gibt hier eine Verwandlung. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, in was wir uns verwandeln. Irgendwas Winterliches. Ist es tatsächlich so eine kleine Robbe? Ich glaube. Naja. Also wir haben auf jeden Fall genug Mobo-Tokens für den Rest des Spiels, glaube ich. Wir müssten keinen einzigen mehr einsammeln. Aber was man nicht alles tut, ne? In der nächsten Welt gibt es ja direkt auch noch eine Verwandlung, ey. Also die sparen hier jetzt nicht damit. Das finde ich gar nicht mal so uncool. Da ist auch noch ein Mobo-Token. Nehmen wir doch auch noch glatt mit hier. Alles einsammeln, was es hier so gibt. Mit der Verwandlung können wir nämlich auch hier in das Wasser gehen, ohne uns selbst zu verletzen. Weil... Oh, da ist eine leere Honigfarbe. Die nehme ich doch gerne mit. Aber vorher noch mal hier auf die lustige Skihütte. Jetzt verwandeln mache ich mich aber ganz zum Schluss erst, würde ich sagen, wenn wir alles andere abgehakt haben. Tada! Klasse! Ich frage mich, wie viele Honigwaben es in dieser Welt überhaupt gibt. Oh, du bist der Grinch, oder was? Grün wartet vor einem Haus, welches Geschenke erwartet. Und will die Bewohner und die Kinder darin, des Weihnachtsspaßes berauben. Das ist ja fies, dieser Jinjo. Oh, ich sehe nix. Okay, jetzt geht's wieder. Was ist denn das hier für ein Plateau? Hier ist absolut gar nichts. Das ist sehr mysteriös. Ich glaube, hier ist noch irgendwas später. Na gut, aber erstmal können wir hier nichts weitermachen, also. Okay, wir haben jetzt ziemlich jedes Gebiet des Levels erkundet. Dann würde ich sagen, wir helfen mal Boggy wieder auf die Beine, ne? Der hat ja so ein scheiß Puzzleteil verschluckt. Und muss sich erstmal übergeben und es auskotzen. Weil sonst blockiert das seinen Magen. Und das ist natürlich blöd. Aber eine Sache muss ich noch gucken. Man kann doch hier mit den Knöpfen irgendwas machen. Ja, kann man. Oh nein, ich habe gar nicht mehr so ultra viele Oh, what the fuck? Ich habe gar nicht mehr so ultra viele rote Federn. Ich möchte noch den letzten Knopf aktivieren. Das bringt doch bestimmt irgendwas richtig Cooles. Und dann natürlich haben wir oben auch schon auf dem Schal den Schlitten gesehen. Mit dem machen wir eine lustige Rodelpartie des Todes. Und zwar den Schal des Schneemanns runter. Brutal. Yes! Was brachte das? Ein Puzzleteil. Aber bevor ich das vergesse, hole ich mir das auch noch eben. Ich kenne mich ja. Sowas würde ich hundertprozentig wieder vergessen. So, kann ich das vielleicht bekommen, ohne meinen Flugdings zu verlieren? Das wäre natürlich das Geilste. Nein, natürlich nicht. Schade. Okay, dann nochmal zurück zum Flugpad. Oh cool, ein Mumbo-Token. Der kam von einem Schneemann, den wir hier getötet haben. Ich hoffe, meine Federn reichen für den Rest des Levels, denn ich habe nur noch 14. Das ist wenig. So. Nochmal ganz an die Spitze. Oder an die Spitze müssen wir nicht, aber zumindest da zu der Pfeife ungefähr. Oh Mann, ich bin ziemlich verschwenderisch mit meinen roten Federn, merke ich gerade. So, das sollte reichen. Absteigen bitte. So. Hallo, mein Name ist Banjo und willkommen zu Jackass! Das ist wirklich Jackass, oder? Das tut gut, ey. Hey, ihr habt meinen Schlitten gefunden, ey. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde.
Ich persönlich halte von der Serie nichts. Aber okay. Jedem das Seine. Oh, geil, rote Federn, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Wow, das war knapp. Oh nein, ich fall doch gleich runter. Und da wir auch... Nein! Da wir auch alle Geschenke eingesammelt haben, können wir auch die Kinder von dem... Von, wie hieß er nochmal? Von dem komischen Bären hier, den wir gerade gerettet haben, beglücken. Indem wir die Geschenke an sie überreichen. Das machen wir gerne. Hallo, ich bin der Weihnachtsmann. Ich hätte gerne ein paar Geschenke abzugeben. Da. Und da. Wow, danke, brauner Bär. Yippie, jetzt sind wir alle glücklich. Das ist für dich. Es ist zwar total egal, dass unser Papa noch nicht da ist und so. Der hat uns ja voll im Stich gelassen. Aber Hauptsache Geschenke, das ist nämlich wichtiger. Sechs Puzzleteile schon. Ja, immerhin sind die glücklich, ey. Ich würde mir Gedanken machen, so wie die Geschenke sich bewegen. Da sind noch Zeitbomben drin oder so. Naja. So, das große Rennen. Davon hat uns der komische Bär doch was erzählt. Also der Eisbär. Können wir vielleicht gegen ihn irgendwie einen Wettstreit machen? Das wäre natürlich geil. Falls er überhaupt mit uns fährt. Vielleicht sind wir auch zu blöd. Oder zu uncool. Moin. Hi, Freunde. Niemand will gegen mich antreten. Wir hauen dich in die Pfanne, Bärchen. Sorry, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Hä? Verarschen? Wir haben eben doch auch schon den Schlitten gefahren. Falls du schon vergessen hast. Na gut, dann müssen wir uns jetzt wohl oder übel verwandeln. Gut, also gehen wir mal direkt zu Mumbos Hütte. Da hinten sehen wir schon seine Totenkopfhöhle. Falls ich überhaupt rüberkomme hier, ohne mich zu verletzen. Gibt es hier Gummistiefel? Nee, sieht nicht so aus. Okay, also Kamikaze muss ich rüber. Man könnte natürlich auch fliegen, aber... Hier ist kein Flugpad in der Nähe. Alles kaltes Wasser. Ich frage mich auch immer, ob es irgendwo hier drauf ein Geheimnis gibt. Ein Leben. Hm, brauche ich das unbedingt? Komme ich da überhaupt drauf? Wie kommt man denn da rauf? Ah, so. Yay, cool. So, Mumbo. Mumbo Jumbo. Also, was kannst du denn verwandeln hier? 15 Mumbo Tokens brauche ich. Zuvor aber nochmal hier in die obere Etage gucken, denn da gibt es geile Sachen. Noten und ein Jinjo. Hä, der orangene Jinjo fehlt noch. Das ist ja komisch. Na gut, verwandle mich mal, mein Freundchen. Yes, die Waschmaschine. Als Waschmaschine können wir hier nämlich durch die Gegend fliegen. Oh, oh, Zauber gilt in Hose. Du Mumbo Hose waschen und schleudern. Hahaha. Voll lustig gemacht, ey. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, was für ein schlechter Scherz ist das denn? Aber es ist voll lustig eigentlich. Man hat sich in eine Waschmaschine verwandelt, Mann. Bart, wir sind ganz dick und groß zehn haben. Hahaha. Okay, wir sind tatsächlich so eine komische Robbe oder was das sein soll. Und damit können wir jetzt in das eisige Wasser gehen und werden nicht verletzt. Coole Sache. Besonders geil, weil wir ja hier gesehen haben, dass hier auch Noten unter Wasser noch versteckt sind. Oder? Ich meine, welche gesehen zu haben. Hier irgendwo müssen sie sein. Hallo, Noten? Noten. Ah, hier in dem Halbkreis. Das sind ganz schön viele. Sind das die letzten Noten, die es gibt hier in diesem Level? Könnte sein, das kommt sogar hin. Wow, nice. Wir haben alle Noten. Das gefällt mir. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. So, es gibt noch zwei weitere Sachen hier zu tun. Wir müssen noch einen Jinjo finden. Wir müssen gegen Boggy oder wie der heißt, hier seinen Race machen. Und wir müssen gegen mit Waza reden. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten. Alles klärchen, machen wir auch gerne. Na los. So, ab geht die Post hier, oder? Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar. 3, 2, 1 und los. Ab geht die Post. Das erinnert mich ein bisschen an das Biberrennen aus Majora's Mask. Obwohl Banjo-Kazooie natürlich früher rausgekommen ist, glaube ich.
Problem ist, er ist ein bisschen schneller als wir. Und wenn wir eine Fahne auslassen, haben wir quasi schon so gut wie verloren. Nein, jetzt überholt der Sack uns auch noch, ey. Das ist eine knappe Sache hier. Ich hoffe, man muss nur einmal gegen ihn fahren. Aber ich habe sowas in Erinnerung, dass man zweimal gegen ihn fahren muss. Man kann sogar springen mit dem Schlitten. Wahey! Hauptsache, wir haben Spaß, ne? Das ist ja hier die Hauptsache des Lebens. Also, wenn es weitergeht, dann gewinne ich. Ich kenne den Weg leider nicht mehr hundertprozentig. Wahey! Wahey! Oh nein, jetzt ist er vor mir! Das darf nicht wahr sein! Wie soll ich ihn denn jemals wieder einholen? Komm schon, Überholung. Im Windschatten überholt, yes! Wo ist das Ziel? Ich brauche das Ziel. Ich hoffe, hier oben ist das Ziel. Sonderlich viel weiter kann es ja nicht gehen. Yay, Finish! Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt, das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Coole Sache, ein Puzzleteil. Na dann nehmen wir das doch mal direkt mit, würde ich sagen. Dam dam, dadab, dadab, dadab. Ein Puzzleteil bekommen wir noch, wenn wir alle Gingos finden und eins von Wazza. Moin. Wow, noch ein Varus. Nimm das. Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Dankeschön. Nimm ich gerne alles an hier. Hast du zufälligerweise hier einen Jinjo versteckt? Ah, ich höre nichts dergleichen. Hier findet man übrigens einen super Geheim... Ah doch, da ist ein Jinjo, aber da kommen wir nur als Banjo rein, oder? Als Banjo! Es gibt hier ein Geheimnis, welches schon auf den... Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Hi Kumpel, schaue dich in Wazzas Höhle ruhig um. Ja, ja, mach ich. Hätte ich auch gemacht, wenn du nichts gesagt hättest. Wie komme ich da hoch? Es gibt hier ein Geheimnis in der Höhle, welches nie verstanden wurde von mir. Und zwar diesen Eisschlüssel. Ich habe mal gehört, dass der eine Anspielung auf Banjo-Tooie sein soll, auf den Nachfolger von diesem Spiel. Ich weiß allerdings nicht, ob das stimmt. Oh, und eine Honigwabe, das ist natürlich auch richtig geil. Ich habe Banjo-Tooie nämlich niemals gespielt, muss ich dazu sagen. Das ist blöd, weil ich glaube, das Spiel ist auch gar nicht so uncool. Falls jemand weiß, was es mit dem eisernen Schlüssel in Wazzas Höhle auf sich hat, den wir gleich hoffentlich sehen können, dann... Schreibe erst doch bitte in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Upsala, hui. Aber wie komme ich da überhaupt hin zu dem Jinjo? Ich kann doch gar nicht so hoch springen. Ich muss hier als Banjo rein, aber... kein Plan. Vielleicht komme ich hier rein, weil Wazza jetzt den Eingang nicht mehr versperrt. Ha, okay. Haben wir jetzt alles hier abgegrast als Robbe hier, als Walross? Dann können wir es wieder zurückverwandeln, glaube ich. Wir müssen noch an den Jinjo irgendwie rankommen. Und gibt es noch ein Puzzleteil von dem Bären Race? Wenn wir nochmal als Banjo und Kazooie besiegen? Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ja, gut. Also, lass uns nochmal zurückverwandeln. Kostet ja nichts, ne? Hallöchen, Mumbu. Verwandle mich doch mal bitte zurück hier. Kein Bock mehr auf diese stinkende Walrost-Leben. Immer nur Fische zu essen und ich mag gar keine Fische eigentlich. So, tschüssi, Kollege. Okay, wir sind allerdings schon wieder beim Ende des Parts angekommen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir den restlichen Teil dieser Winterwunderland... abschließen hoffentlich. Ich hoffe, wir schaffen alles. Also bis im nächsten Video.